zu einer neuen Folge von meinem Need for Speed Heat Let's Play. Wir sind hier in der zweiten Folge, also falls ihr die erste verpasst habt, checkt die auf jeden Fall aus, dann wisst ihr auch, worum es hier geht. Auf jeden Fall haben wir unseren nice M3, unser erstes Auto, und können jetzt zum ersten Mal endlich mal tunen. Deswegen sind wir hier am Tuning Shop und wir brauchen ein Nitro Kit, das ist klar. Und Farbe und so weiter wollen wir auch noch machen. Aber ich glaube, das ist nur ein Laden jetzt hier, in dem wir Sachen kaufen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Mal gucken. Oh, Musik haben sie auf jeden Fall auch alle. Oh, und wer kommt da an? Na? Ist das nicht die Anna? Immer weiter klopfen. Wenn niemand kommt, immer weiter. Einfach klopfen, klopfen. Dann funktioniert das schon. Ich höre euch da drin doch. Lass gut sein. Ist der hier von Lucas? Ja. Kennst du ihn? Ja, doch schon. Er ist mein Bruder. Der gehörte mal mir. Hab mein erstes Rennen darin gewonnen. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Alles klar. Weißt du vielleicht, was mit denen los ist? Oh, wegen dem Showdown gibt's in der Stadt kaum noch Teile. Sie halten sie zurück für Fahrer, von denen sie denken, dass sie es wert sind. Hey, was ist ja wohl nicht wert, oder? Okay. Der Rookie ist selbstbewusst. Ja, unser erstes Rennen lief gut. Dann beweis mal, dass du nicht nur rumlaberst. Da sag ich nicht nein. Gib mir dein Handy. Warum? Tippst du mir jetzt schön ihre Nummer ein, oder? Es gibt nur eine Möglichkeit, sich hier einen Namen zu machen. Schade. Was? Das ist alles? Ich rufe ein paar Leute an. Halt das Ding griffbereit. Ich melde mich bei dir. Also hat sie schon ihre Nummer gerade eingegeben, oder? Ja, nein. Sehr gut. Direkt sympathisch. Wenn ich es richtig verstanden habe, keine Ahnung, was sie mit dem Handy, was sie sonst mit dem Handy hätte machen sollen. Testfall abgeschlossen. Ja, das haben wir. Sehr erfolgreich. Und die Anna hier kennengelernt. Hey, während ich meine Kontakte anhau, kannst du schon mal zu den Keys fahren. Es gibt da eine Tankstelle. Da treffen wir uns. Oh, und ich habe dir eine App runtergeladen. Danke. Ist eine Art Polizeifunkscanner. Wir alle nutzen sie. Echt hilfreich, glaub mir. Okay. Wir sollen da hinten hin. Das mache ich mir aber direkt hier mal. Oh, warte, fahr mal weiter. Dex hier. Ich hab deine Nummer von Luke. Dim, 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 dim. Wo ist es? Was hat er in der Ferne, habe ich es gesehen? Ach, hier vorne war es. Ah, okay. Hier ist ein Industriegebiet. Oh, hi. Hör zu, falls du an deinem Können feilen willst. Ich veranstalte manchmal abseits des Showdown ein paar Trainingsrennen. Ohne Druck. Es geht nur um Spaß und ein paar Preise. Außerdem kenne ich ein paar wilde Geschichten über Lucas. Klingt gut. Sehr schön. Ich melde mich, wenn das nächste Rennen ansteht. Bis dann. Oh, haben wir direkt ein paar Bekannte gemacht. Danke, Anna. Das ist gut, aber wir können doch jetzt nicht direkt tunen, wie wir das ja eigentlich wollten, sondern wir müssen jetzt erstmal hier zu ihr kommen, und ich glaube, das hilft uns aber, dass wir halt an Nitro kommen und vielleicht dementsprechend auch dann unser Auto vielleicht mal farblich etwas anpassen können, von unserem eigenen Geschmack, sag ich mal. Da habt ihr mir wahrscheinlich auch einige Vorschläge in Kommentaren gemacht. So, die ich noch gar nicht sehen konnte, weil ich gerade zwei Folgen direkt hintereinander aufnehme. Aber ich wollte jetzt nicht Pause machen, Leute. Ich wollte direkt weiterzocken. Aber die werde ich noch alle lesen. Alle eure Kommentare. Und dann natürlich noch darauf eingehen, was ihr so vorschlägt, was ihr tun sollen, was wir nächste Autos jetzt weiter machen sollen. Und so weiter und so fort. Also, auch wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, aber ich denke mir gerade, wie das, der Sound ist. Ob das irgendwie irgendwas da ein bisschen zu laut ist oder sowas. Ob ich da irgendwo ein bisschen was umstellen sollte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich hier die Effekte etwas runter und die Musik etwas und die Sprachlautstärke hochlassen sollte. Genau. So. Speichern. Damit ihr die Sprache gut hört und die Musik nicht zu laut ist. Vielleicht ist jetzt ein bisschen besser. Muss ich mal schauen, wenn ich es erst im Schnitt sehen. Sorry, Leute, ich will erst mal zocken gerade. Voll Bock auf Need for Speed. So, macht ihr einen Namen. Ja, da sind wir doch. Hallöchen. Gehen wir direkt in die Nacht rein jetzt, oder wie? Oder bleibt es tagsüber? Hier ist Nacht. Wartest du schon lang? Nicht wirklich. Ach, schon sehr lang ist man nämlich noch tags. Dann mal los. Aber für Anna... Wo fahren wir hin? Am Strand findet gerne ein Rennen statt. Für die ganzen neuen Gesichter in der Stadt. Da kannst du zeigen, was du drauf hast. Hört sich gut an. Und Anna ist natürlich ein krasses Auto als wir jetzt.
Also die wird wahrscheinlich, ich meine, wir fahren ja ihr altes Auto, wird ihr neues Auto wahrscheinlich ja geiler sein. Müssen wir sie jetzt hier beeindrucken, oder? Dieses Rennen ist eine Chance, mir einen Namen zu machen? Ja, ohne kommst du hier nämlich nicht weit. Du willst die Showdown-Kohle in bessere Teile stecken oder zu mehr Rennen eingeladen werden? Dann müssen dich die Leute kennenlernen. Und das schaffst du nur in der Nacht. Wird Lucas auch da sein? Nein, der steckt unter irgendeiner Motorhaube. Er hat einfach keinen Mumm mehr. Als sie gesagt hat, er steckt unter irgendeiner, da dachte er, ich habe jetzt was anderes erwartet als Motorhaube. Alles klar. Aber vielleicht ist auch nur das, was er seiner Schwester Anna erzählt. Was soll der Scheiß, Rivera? Glaubst du, ich krieg's nicht mit, wenn hier ein Rennen steigt? Ich hab's gehofft, Kenny. Tja, Pech gehabt. Diese Anfänger kriegen von mir gleich mal einen Vorgeschmack auf die Speed Boys. Denkst du nicht, es nervt, wenn Typen wie du uneingeladen bei Rennen auftauchen? Wer auf diesen Straßen fährt, ist Freiwild. Hast du gehört, Greenhorn? Redet der mit mir? Und wie ich mit dir rede? Ich bin hier die Numero Uno. Vergiss das ja nicht. Numero Uno. Alles klar, ApoRed ist mit am Start. Gesagt? Hat er. Also tu mir den Gefallen und besieg ihn, ja? Das machen wir, Alter. ApoRed ist sowas von weggescheppert. Jetzt nach rechts. Wir sind fast da. Und Anna, das ist gerade gecrashed, ist aber wohl nicht meine Schuld, Alter. Oh. Aber es scheint für sie auch kein Problem zu sein, ja? Sie fährt auch gerne mal irgendwie andere Sachen kaputt. Hallöchen zusammen. So, alles Kenny. Klar. Dann zeig mal, was du kannst. Kenny ist ApoRed, Leute, das merkt euch mal. Kenny ist unser ApoRed. Numero uno. Und nicht Numero dos. Gott sei Dank haben wir bessere Musik. Ich hoffe, du kriegst mein Heck gut drauf. Schieb ab, Kenny. Jungs, wir müssen Platz 1 werden, aber wir haben immer noch nicht genug Power, Alter. Wir müssen dringend trotzdem gewinnen. Das ist ein Teufelskreis, um hier Geld zu bekommen. Komm schon, treten wir dem Kerl in den Arsch. Ja, aus dem geile Weg. Autos auf jeden Fall. Geile Autos hier am Start. Oh. Da können wir schon mal darauf freuen, was wir in Zukunft hier fahren können. Aber erstmal ist Anna einfach vorne. Okay, sie müssen wir beeindrucken, sie müssen wir überholen. Ansonsten den Spark hier haben wir wohl gleich. Komm, den Spark hier holen wir uns. Den können wir auch eigentlich abdrängen, oder? Komm. Kannst du auch dranbleiben? Hör zu, wenn du driften willst, versuch bei der nächsten Kurveneinfahrt voll aufs Gas zu gehen. Ja, man muss gar nicht bremsen, muss man aber kurz lupfen musst du eigentlich. Und dann reicht irgendwie so einen Lastwechsel zu erzeugen und zack, dann driftest du. Ist halt die Frage, ob es schneller ist zu driften. Ich glaube, es kommt aufs Auto an. Weil wir haben auch, als wir in Miami waren, haben sie uns auch erzählt, halt, ne, je nach hatten wir halt auch so richtig geile Autos. Ich setz dir im Nacken! Aston Martin. Und dass die mehr drauf ausgelegt sind, was sie halt richtig viel Grip haben. Dann driftest du eigentlich nicht so viel. Aber halt mit dem BMW hier, glaube ich, ist wahrscheinlich Driften schon teilweise eine gute Variante. Dann werden wir alles noch rausfinden, Leute, was da richtig gut ist. Auf jeden Fall brauche ich Nitro, weil wie soll ich denn bitte, wie zur Hölle, soll ich den Enne einholen? Wenn du den Sieg willst, musst du an mir vorbei. Ja klar, aber wie denn? Wie zur Hölle? Ich fahre praktisch Vollgas, Mann. 500 Meter, sie ist einfach da vorne. Ist ja nicht mal die höchste Schwierigkeitsgrad, die wir haben. Wie zur Hölle, so hätte ich sie bekommen sollen. Ich sollte ja gar nicht gewinnen. Mein Fehler. Enne, was soll der Scheiß? Aber auch nicht wirklich gut. Junge, wir haben ApoRed besiegt, es muss reichen. Ich habe krasse Shots vom Rennen. Ich kann's gar nicht erwarten, sie zu posten. Yo, guck mal da. Gefallen dir welche? Oh ja, ja, oh. Ob die gegen mich fahren würden? Porsche wohl 18. Kaum. Dauert noch eine Weile, bis sie dir eine Chance geben. Wer sind die? Die League. Die gibt's schon seit Jahren. Wenn der Showdown frisches Blut anlockt, tauchen sie auf und suchen nach neuen Talenten. Wer zu ihnen gehört, hat Zugang zu absolut allem. Geile Wagen, Rennen, Zubehör. Du fragst dich, warum wir jede Nacht hier sind? Das ist der Grund. Geile Autos. Ah. Ich meine, unser BMW ist jetzt nicht schlecht, aber... Lukas war fast drin, hat aber gekniffen. Das passt zu ihm. Alle Einheiten, uns wurde ein Straßenrennen gemeldet. Vier Fahrzeuge waren zuletzt nahe Westside unterwegs. Scheiße, wir müssen hier weg, bevor die Cops auftauchen. Ich schick dir ein paar Orte, bei denen wir erstmal untertauchen können. Ich fahr zu einem in Eden Shores und bearbeite deine Highlights. Schade, ich hatte echt Spaß. Du kannst auch weiter Rennen fahren, wenn du willst. Es gibt nur eine Regel. Wenn die Cops kommen, häng sie ab. Sonst machst du dir nie einen Namen. Ja. Alles klar, also wir müssen jetzt nur die Cops eigentlich abhängen, aber ich glaube, das schaffen wir eigentlich ganz gut. Ne, sind wir gerade eben auf der Karte, waren ja schon welche.
aber die sind, oder oben, unten, na, unten links auf der Karte seht ihr die roten Punkte, das sind die Cops, aber da kommen wir irgendwie eigentlich gerade ganz gut weg, habe ich das Gefühl. Ich weiß gar nicht, das ist ja eigentlich so halb online die ganze Zeit, ne? Ich glaube, weil deswegen läuft es auch immer weiter, wenn ich hier Pause drücke. Ich glaube, es könnten auch sozusagen andere Leute, also ihr zum Beispiel, hier jetzt einfach reinjoinen. Ich weiß noch, ihr müsst mir mal rausfinden, wie das genau funktioniert. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mal in die Kommentare reinschreiben auf jeden Fall. Aber dementsprechend, warte, wenn wir mal auf die Karte gucken. Oh Gott, ja, es läuft auf jeden Fall weiter. Oh Gott, die Polizei kommt. Go, 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 nein, 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 nein. Ah, nicht gut. Okay. Ich mach dich fertig. Bitte machen wir nicht fertig, Alter. Ich lade die Verfolgung eines Racers auf. Also kommt schon. Das wird eine denkwürdige Jagd. Lasst mal hören, wie gut ihr euch auskennt. Ich brauche Marke und Modell des Zielfahrzeugs. Flüchtiges Fahrzeug ist ein BMW M3. Einer unserer Officer ist gerade an einem Zielfahrzeug dran. Schließt ihm euch an, bevor der Spaß vorbei ist. Na, das Gute ist, dass wir den Polizei haben. Hey, ich hab grad von einer laufenden Verfolgung gehört. Das bist doch nicht... Doch, ich meld mich. Easy, Alter, denen kommen wir doch wieder. Alter, die haben halt... Ich hab mein M3 hat zu wenig Power, Alter. Ich muss da dringend ein bisschen Tuning machen. Ich glaube, dann kriegen wir den richtig gut auf. Den kriegen wir noch richtig gut hin. Was mach ich denn? Soll ich die ausschalten? Ich glaube, ich muss die ausschalten. Sonst wäre ich die nicht los. Können wir weitere Hilfe bam! Ihr müsst im Moment allein klarkommen. Okay, also mehr als die zwei werden es nicht, haben sie gerade gesagt. Unsere Zielperson versucht mit aller Gewalt zu entkommen. Ja, dann können wir doch einfach so abhauen. Komm, 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 komm. Go, go, go! Komm mir einfach komplett querfeld ein hier runter. Zielperson ist nicht mehr in Sicht zentral. Nein! Es war ja ein Fluss! Oh Gott, okay, man wird zurück. Halt die Augen offen. Wir haben es trotzdem geschafft. Zielperson ist noch da draußen. Oh Gott, ist ein Fluss gewesen. Okay, du weißt ja, wo du mich findest. Scheiße. Oh nein, ist mein Spiegel auch noch ein bisschen kaputt. Oh, ich muss dringend reparieren. Nein, Polizei! Bye bye Polizei, bye bye. Alles gut, bin nur ein Auto, was hier irgendwie durchs Gras fährt und ein bisschen nass ist, weil ich gerade im Fluss war, sonst alles gut. Okay, wie komme ich jetzt hier so hin? Lege Route zu einem Event fest oder wähle ein Versteck als Routenziel? Ja, dann machen wir doch hier ein Versteck, oder? Machen wir dem Trauerspiel ein Ende. Es hat ja sowieso keiner mehr Sichtkontakt zum Zielfahrzeug. Also das ist sozusagen jetzt nachts und immer nach dem Rennen nachts. Ich nehme meine Patrouille wieder auf. Ach, dann kriegen wir wahrscheinlich auch einen Stufenaufstieg. Das ist doch das da vorne. Okay. Puh. Und dann können wir wieder Tagsüberrennen machen. Und sowohl gleich bei dem Tag- als auch bei den Nachtrennen können wir Geld verdienen. Und da wollen wir unser Auto auftunen. Und eigentlich haben wir doch unseren Ruf jetzt auch gesteigert mit dem Rennen. Also vielleicht bekommen wir jetzt auch Nitro schon. Das wäre mal ein Anfang. Das wäre schon mal was. So, hier. Stufenaufstieg. Wo ist die Einfahrt? Hier. Hallöchen. Rein in die Garage. Nicht Nacht schlecht beendet. Für die erste Nacht. Und du hast noch viele weitere vor dir. Oh yes. Das gibt dir die ersten Reputationspunkte. Level 2 erreicht. Und Level 3 ist auch nicht mal weit weg. Den holen wir uns in der nächsten Nacht spätestens. Oder vielleicht sogar schon mit dem Tagesrennen. Sehr gut. Und unser Auto muss dringend repariert werden. Erhöhe deine Hießstufe, um schneller Rap zu sammeln. Mach die Straßen unsicher. Okay, stürze dich hin. Okay, okay, okay. Also ich, wahrscheinlich, mit, je mehr du mit Cops machst, mit der Polizei, desto mehr Punkte kriegst du. Desto mehr erhöht sich dieser Heat-Multiplikator. Nächster Morgen. Na, da kommt sie zu Besuch. Gerade mal 5 Minuten online und wir haben schon hunderte Views. Wir? Guck, wen ich hier hab. Oh, hey. Meine Schwester zieht die große Tour mit dir durch, ha? Huh? Kann man so sagen. Ach, nur zur Info. Wenn Racing bedeutet, am Ende in einem Streifenwagen zu hocken, ist sie der perfekte Guide. Immerhin bin ich nicht derjenige, der schon mal gesessen hat. Hey, das hat mich echt verändert. Ja, ich weiß. Du bist langweilig geworden. Jeder andere, der seine Crew verliert, würde sicher aufgeben. Oder wieder aufs College gehen. Vergiss es, Mann. Und meine Crew waren alles Schlappschwänze. Aber ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Ah ja, genau, das glaubst nur du. Hör zu, ich habe so einiges gehört. Die Cops greifen jetzt hart durch. Mira, la calle está caliente. Ich weiß alles über die Cops. Papi hat denselben Vortrag gehalten. Dann halt dich auch dran, Mira. Was? So wie du? Calmate, calmate. Gute Familie. Wo wohnst du? Das ist eine gute Frage. Wie wär's hier? Klar. Hier schläft immer irgendwer. Sicher?
Pack dich auf eine Couch. Sei unser Gast. Was? Geht ein bisschen zu einfach hier alles, ne? Aber gut, sind ja nett, ne? Macht ja einen Namen abgeschlossen, sehr gut. Dr. Dana halt, ne? 5000 haben wir jetzt Cash da. Das reicht doch schon mal für ein kleines Nitro-Kit, oder? Komm schon. Oh, sorry wegen dem Rumgerenne. Lass uns das Nitro einbauen. Ja. Sehr gut. Also Leistungstuning. Steuergerät, Kühlung, Auspuff, Nitro. Okay, das allererste kleine Nitro-System. Kostet auch 5000 direkt komplette Geld weg. Fahre nachts im Rap zusammen, höre Rap. Okay, okay, okay. Okay, also Geld. Nachts bekommt man kein Geld, sondern bekommt nur Rap wahrscheinlich. Und man bekommt mehr Rap, wenn man einen höheren Heat-Faktor hat. Und tagsüber bekommt man Geld. Und wahrscheinlich braucht man zum Beispiel mehr Rap, um überhaupt die Teile kaufen zu dürfen. Aber um sie dann zu kaufen, braucht man Geld. Und den Heat brauchst du halt, um deinen Rap schneller zu erhöhen. Haben wir das alle verstanden, erledigt. Leute? Erledigt. Warum probierst du das nicht gleich mal aus? Ja, gerne. Ah, ich habe doch noch mehr Geld als 5000. Ich habe 7425, steht da oben. Kann ich denn vielleicht noch irgendwas machen? Vielleicht so ein bisschen, wie wär's mit Farbe oder so? Optik-Tuning? Komm, Lackierung, Folie. Folie bearbeiten. Farbe. Yes, wir können was machen. Oh, nice, nice, nice. Ich frage, wie viel das kostet. Oh, das ist ein schönes. Oh, das ist ein sehr schönes. Oh, ein sehr geiles Grün auf jeden Fall. Mit dem Finish machen wir dann. Nee, komm. So Metallic Hochglanz. Hochglanz sieht eigentlich schon gut aus. Es glänzt halt echt krank, ne? Also, schon so richtig krank, doll. Als ob es keinen Matt gibt. Was bei Pro Farbton? Jo, okay. Sättigung bleibt hier. Ach hier, Material, Chrom, Unilack. Gebürstetes Metall. Ach, hier hebt es nochmal sozusagen die ganzen Sachen in ausführlicher. Ach, dann können wir hier noch auf Seidenmatt machen. Dann würde ich das, glaube ich, hier als Metallic-Lack, aber Seidenmatt, yo. Oder komplett matt. Nee, komplett matt ist zu krank. Nee, ich finde gerade Hochglanz eigentlich schon fast geiler. Okay. So, das ist eigentlich, finde ich, eine ganz geile Farbe. Komm, das machen wir doch. Bestätigen. Wie teuer ist das? Es kostet nichts, oder? Komm, es kostet nichts. Das wäre geil. Änderung speichern. Au! Ich glaube, es hat nichts gekostet. Das ist geil. Gut, dann können wir nämlich noch einmal hier uns schön hier... Oh, die Stands. Schön... Ah, sind schon ganz unten. Aber wir können Sturz noch leicht einstellen. Nicht zu viel, aber... Aber ein bisschen. Ein bisschen, so ganz, ne? Bisschen was. Das sieht ein bisschen racier aus. Das ist schon gut. Effekte, was sind die Effekte? Nitro, Farbe, als ob... Okay, das kostet aber. Nee, wir können nichts machen, was kostet. Wir müssen ein bisschen schwäbisch hier unterwegs sein. Das kriege ich Ärger von Tim. Oh, Neon, auch geil. Aber das können wir alles noch nicht machen. Was mit der Hupe? Oh, die kostet auch. Die kostet halt auch. Karosserie. Vorderräder. Yes, ja. Komm, Felgen. Felge wechseln. Primäre Farbe bearbeiten. Da hätte ich nämlich gerne so ein geile... Oh, yes. So ein geiles Kupfer. An allen Felgen, bitte. Und ich glaube, ich würde auch noch die sekundäre hier auf schwarz oder vielleicht komplett alles in derselben Farbe hier. Ist auch schon geil. Komm, ich mach das mal so. An allen Felgen. Vor allem, es kostet ja nichts. Komm, wenn es nichts kostet, dann ist ja, kann man es ja wohl mal machen. So. Alter, komm, es sieht ja wohl noch mal richtig gut aus. Wir machen noch nicht mehr. Wir müssen unseren Raum zur Steigerung lassen. Ja, aber erstmal geile Farbe, geile Felgen. Also das ist, würde ich sagen, ein bisschen die Stance haben wir gemacht. Das ist schon sehr, sehr geil so. Jetzt hier Motor starten einmal. Okay, der Motor ist noch sehr leise. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Du solltest nachts auf den Straßen sein. Vergiss nicht, du kannst nur Geld in deinen Wagen stecken, wenn du einen Namen hast. Und dann, ja, machen wir Tag, oder? Erstmal hier am Tag ein bisschen mit unserer Karre rumfahren. Und dann müssen wir jetzt nämlich Geld verdienen bei richtigen Rennen, um auch noch weiter auftunen zu können. Also ich meine, wir haben jetzt Nitro, wir sind jetzt ein bisschen schneller, aber wir haben in den bisherigen Rennen ja gemerkt, dass wir nicht so viel, noch nicht genug Power haben. Ich habe gehört, du hast deinen Wagen aufgemotzt. Mhm. Das heißt, du meinst es ernst. Sonst wäre ich wohl kaum hier. Hör zu, wenn du in die League willst, schaffst du das nicht allein. Ja, genauso wenig wie du. Genau darüber wollte ich reden. Geil, ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen, als Crew. Außer natürlich, du hast bessere Angebote. Jede Menge. Bullshit. Komm schon, was sagst du? Ich bin dabei. Perfekt. Okay, um der League näher zu kommen, brauchen wir ein Rennen gegen eine andere Crew. Erinnerst du dich an Kenny? Diesen Proll vom ersten Abend?
Seine Crew, die Speed Boys, ist fällig. Ich werde ein paar Strippen ziehen, aber du musst beweisen, dass du es wert bist. Verdien dir eine Einladung. Dann zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Na, alles klar, Leute. French Montana hier. Ist auch, der auch auf dem Track hier ist. Der ist auch hier beim Event gewesen, hat er noch gezockt. Das ist auch lustig. Aber ich finde, da fangen sie richtig geil aus. Ich will doch gerade gar nicht hier mehr irgendwas berühren, weil ich will, der Wagen soll einfach hier so schön so geil bleiben, wie er gerade ist so. Ich meine, das Licht muss richtig fallen und dann kommt halt das Grün und die Felgen kommen richtig zum Vorschein. Vielleicht muss ich nochmal ändern, ob ich eine Seitenmatte oder hochglänzend, aber im richtigen Licht sieht es gerade richtig geil aus, das Auto. Aber ansonsten ist es halt Zeit für Rennen, ne? Rundkurs Rennen Sternstopp können wir uns einfach mal. Können wir es einfach machen? Ich glaube schon, oder? Komm hier, alle herausfordern. Wo kommt diese ganze Kratzer denn eigentlich schon wieder her? Oder hat einfach der Lukas das irgendwie scheiße aufgebracht hier, die Folie, Alter? Eieiei, aber sieht geil aus trotzdem. Also gerade im Studio sieht er immer geil aus. In echt irgendwie so unter dem gleißenden Sonnenlicht irgendwie, da fehlt noch irgendwas. Da müssen wir noch irgendwas optimieren. Aber die Farbkombi finde ich schon geil. Mal schauen hier, wie wir jetzt abschneiden werden im Rennen. Zum ersten Mal mit Nitro. Ey, wir müssen jetzt gewinnen. Wir müssen jetzt ja wohl mal gewinnen, Alter. Gegen Brew, gegen Ikaro, gegen Nikita, gegen Sparky Farmer. Wenn man online spielt, ne, also es kann sozusagen jederzeit jemand anderes online mit reinschauen, wenn man möchte. Das ist natürlich geil, Leute. Das werden wir noch alles hier machen auf jeden Fall in Zukunft. Wäre geil, wenn ich gegen euch spielen könnte. Das können wir also machen. Aber erstmal konzentrieren wir uns hier auf die Möglichkeit, jetzt den ersten Sieg zu holen. Und zwar mit unserem bisschen Nitro. Na, bisschen Nitro konnten wir direkt einsetzen. Und haben uns auch direkt auf den ersten Platz gesetzt. Das sieht doch gut aus. Guck mal hier, da hat Nitro direkt nämlich mal genau den Unterschied ausgemacht, den wir brauchen. So, jetzt hier um die Kurve. Einmal schön rumdriften, perfekt. Und jetzt auch, komm, ein lange Zunge und ja. Na, wir haben es nicht ganz die komplette Kurve längs gedriftet, aber, also nicht die doppelte. Aber es war schon nicht schlecht. Ich glaube schon, dass das schnellste ist, um solche Kurven rumzudriften, zumindest mit dem M3. Das ist, glaube ich, schneller, als wenn man versucht, weil der untersteuert sonst. Versuch's mal, ich versuch's mal, um die Kurve jetzt hier nicht zu driften und zu gucken, ob das schneller ist. Aber, nee. Also er geht automatisch schon fast in den Drift rein. Aber ich versuch's sozusagen jetzt hier. Nee, dann untersteuert er. Nee, den musst du in den Drift reinballern. Der Drift ist halt auch nicht super schnell, aber auf jeden Fall schneller, zumindest bei dem Auto hier, als wenn du jetzt versuchst, normal zu fahren. Wir haben ja Zeit, das hier zu checken, Leute. Guck mal, wie weit vorne sind. Wir müssen die Schwierigkeit hochstellen, ganz ehrlich. Ich bin's, oder? Also ich meine, beim ersten Rennen hatte ich keine Chance, aber guck mal, wie weit vorne ich jetzt bin. Das ist schon ein bisschen krass. Aber komm, wir sind ja auch, ne? Als Rennfahrer sollte man auch auf die Schwierigkeitsstufe spielen können. Aber bevor, am Anfang habe ich lieber mal Mittel eingestellt, bevor das dann irgendwie zu krass wäre. Aber ich glaube, wir können mit gutem Gewissen hier die höchste Schwierigkeitsstufe mal reinballern. Komm, ja, unser Nitro gibt uns auch einen guten Bonus. Sehr gut. Eine Runde noch und dann nach der Folge stelle ich mal um. Auf schwer. Oh. Einmal rum. Man kann da auch so viel kaputt machen. Ich glaube, es macht einen aber ein bisschen langsam. Ich glaube, man sollte es schon häufig vermeiden. Manchmal, wenn es eine geile Abkürzung ist, muss man wahrscheinlich dann macht es auf jeden Fall Sinn. Boah, aber Nitro. Allein Nitro wieder zu haben, ist so gut. Und komm hier einmal perfekt rumdriften, schön eng. Ja. Und komm jetzt komplett durchdriften. Ja. Das war nice. Da haben wir die doppelte Kurve hier in einem Zug durchgedriftet. Nice. So, ein letztes Mal noch Nitro vorm Ziel, oder? Bekommen wir nochmal Nitro? Nein, bekommen wir nicht. Doch, hier, zack, ins Ziel rein mit Nitro. So muss das aussehen. Jawoll. Ja, geil. Ja. Da kann man auf jeden Fall mal zufrieden sein. Alter, gab ordentlich Cash, Alter. Mehr als wir bisher überhaupt verdient haben mit dem einen Rennen jetzt. Dr. Dana hier. Zeit auch alles in Ordnung. Sehr gut. So muss es aussehen. Geil. Nice, Leute. Alles geschafft hier, unsere Tagesherausforderung. Das sieht auch alles ganz gut aus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns damit in der nächsten Folge wieder, Leute. Mal gucken, morgen und übermorgen kommt die raus. Je nachdem, wie ihr Bock habt, ich Bock hab. Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht's dann hier weiter. Und ja, wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Folgen sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall rein in die Kommentare, dass ich sehe, dass ihr auch Bock aufs Spiel habt. Und dann macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.